Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Das finde ich schwer in Ordnung. Damit heiße ich dich herzlich willkommen auf diesem Kanal. Ich bin Onkel Poppy. Wir spielen Formel 1 2018. Vorletztes Rennen dieser Saison. Knappe Geschichte. Max Verstappen und ich prügeln uns quasi um die Krone, um den WM-Titel. Wir haben vorgestern auf diesem Kanal die Qualifying gefahren, ausgetragen. Ich bin vom Platz 2 gestartet. Wer diese überaus spannende Qualifying sehen möchte, sollte sich das nochmal angucken. Der letzte Part, ich würde mich freuen, da nochmal das ein oder andere Kommentar zu sehen. So, wir sind in der Fahrermeisterschaft. Wie man sieht, nicht weit auseinander. 18 Punkte trennen uns. Wir starten auch direkt hier von 1 und 2. Das heißt Verstappen 1, ich bin 2. Mit 64 Hundertstel Rückstand tatsächlich. Und ich hoffe, dass Verstappen jetzt noch irgendwas an seinem Auto geändert hat, so dass er noch eine Strafplatzierung nach hinten bekommen hat. So, dass wir unterm Strich dann vielleicht richtig einen Schuss nach vorne machen können. Das ist meine Hoffnung zumindest. So war es auf jeden Fall auch in der letzten Saison, dass Verstappen im vorletzten Rennen in Brasilien eine Strafversetzung bekommen hat. Das weiß ich noch zu Genüge. Und da wollen wir mal schauen. Also mal sehen, was bei rauskommt. Ja, Red Bull Racing hat schon den Konstrukteurstitel gewonnen. Da können wir jetzt machen, was wir wollen. Ferrari schafft es nicht mehr. Selbst wenn Ferrari jetzt noch zweimal gewinnen würde, dann hätten sie maximal 50 Punkte. Wir sind aber mit 570 Punkten schon zu weit weg, als dass da jetzt noch irgendwas funktionieren könnte. Also sei dahingestellt. Also Ferrari könnte, glaube ich, maximal 80 Punkte oder sowas machen. Und das haut nicht hin. Also da kriegen sie uns nicht mal ein. Den Titel haben wir schon mal. Jetzt gilt es, wie gesagt, noch die Fahrer-WM auszutragen. Und das, denke ich mal, wird zwischen Max Verstappen und mir passieren. Da lege ich mich jetzt drauf fest. Das machen wir einfach. Dementsprechend nicht lang schnacken. Wir gehen ins Rennen. Das Rennen ist trocken ausgelegt. Deswegen, ich gebe mal ab an die beiden Laberköpfe. Mal sehen, was die uns so Schickes erzählen. Die sind ja mal sehr informativ, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also, ab zu Heiko Wasser. Und eines steht definitiv fest. Hier beim Großen Preis von Brasilien wird die Bühne für ein großartiges Schauspiel aufbereitet. Titelentscheidungen, Kummer, Triumphe und brasilianische Glücksmomente. Alles das wird Sie hier in Hülle und Fülle auf dem Autodromo José Carlos Pace erwarten. Ein ungewöhnliches Rennen gegen den Uhrzeigersinn hier in Interlagos, wo die Fans auf den Tribünen bei insgesamt 15 Kurven auf dieser 4,3 Kilometer langen Strecke überragende Sicht haben. Das Senna S, die Reta Oposta, das berühmte Infield und die Zielgerade, wo man 17 Sekunden auf dem Gas bleibt, sind die Herzstücke dieser traumhaften Strecke. Und mit dabei ist natürlich auch Stefan Römer. Reden wir über Sauber. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Nun, die Atmosphäre innerhalb des Teams scheint im Moment wirklich positiv zu sein. Alle scheinen voller Energie und Tatendrang zu sein und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Und das hat natürlich alles zu der Performance beigetragen, die wir bisher sehen konnten. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Der junge Superstar Max Verstappen startet und der Witzbold macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Vettel, Sergio Perez und Bottas. Raikkonen, Magnussen, Leclerc und Carlos Sainz Jr. Hülkenberg, Stroll, Esteban Ocon. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Und Alonso, Eriksson, Gasly, Romain Grosjean und Sergei Sirotkin. Van Dorn und Brandon Hartley macht die Startaufstellung komplett. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Gemäßigter Streckenabschnitt bis zur ersten Kurve. Fahr so sauber wie möglich. Wir müssen nicht gleich am Start unnötig Plätze verlieren. Machen wir uns die Fehler der anderen zunutze. Das ist zumindest der Plan. Es ist ja Wahnsinn, dass die zweite Feldhälfte ab Platz 10, dass die alle eine Strafe genommen haben. Das heißt, die haben alle am Motor irgendwas gebastelt und haben dadurch eine Rückversetzungsstrafe bekommen. Ich habe auch ehrlich gesagt damit gerechnet, dass Verstappen das tut. Bin ich ja ganz ehrlich. Dann habe ich jetzt die Chance, dass der das vielleicht in Abu Dhabi macht. Und ich dadurch dann zumindest beim Start erstmal vor ihn rutsche. Aber Abu Dhabi, Zukunftsmusik, das kommt nächste Woche. Wir sind jetzt hier beim Rennen in Interlagos und mal schauen, was machen wir denn jetzt hier? Wie viele Runden fahren wir? 36 Runden, wir haben 36,7 im Tank. Das heißt, ich werde zusehen, dass ich
4, boah, ey, das ist schwer. Leute, das ist schwer. Ich versuche mit 40 Runden. 40 Runden im Tank. Versuch mal. Los, komm, Attacke. Beim Übungsstart konnten wir keine Probleme feststellen. Behalte die Drehzahl beim Start im Auge. Wir wollen schließlich nicht stehen bleiben. Also eins muss man sagen, der Asphalt greift. Ich hätte, glaube ich, auch nichts dagegen, mit Max Verstappen hier so das komplette Rennen hintereinander wegzufahren. Wenn ich hinter ihm bleibe, so lerne ich zum einen die Strecke kennen, ich lerne ihn kennen. Und wenn ich ihn dann am Ende des Rennens überholen kann, ich sage da mal nicht nein zu. Ich versuche das mal, indem ich dann auch ein bisschen Sprit spare vielleicht. Dass ich nicht die erste Zeit wie immer nur auf Fett fahre, sondern vielleicht mal auf Mittel, auf Normal. So, dass wir vielleicht mit Verstappen mithalten können. Das wäre natürlich schon mal ein Traum. Und dass ich dann... Das fette Gemisch. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Ja, dass ich dann das fette Gemisch zum zweiten Teil des Rennens nutzen kann. Und vielleicht sogar auch im dritten Teil. Das wäre natürlich schon cool, ey. Das klingt zumindest mal nach einem Plan. Also, wir versuchen erstmal überhaupt mit Verstappen mithalten zu können. Das ist schon mal Plan 1. Und die erste Kurve zu kriegen und, und uns nicht gegenseitig abschießen. So, Computer übernimmt. Ich fahre mal so eben durch Max durch. Passt schon. Das wäre schön. So, letzte Kurve in der letzten Runde und dann für Verstappen und fertig. Das hätte was. Das wäre schon mal ein Traum, auf jeden Fall. Das wäre echt cool. Vielleicht habe ich aber auch das große Los, dass Max irgendwie einen Unfall baut oder so. Ich weiß es nicht. So, Startaufstellung. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. So. Bitte lass es mich überleben. Das war zu viel des Guten mit dem Wheelspin. Verdammt. Okay, das heißt, jetzt habe ich zwei Gegner vor mir. Vielleicht habe ich aber auch Glück, dass die sich gegenseitig so dermaßen fertig machen. Dass ich dann einfach nur noch dran vorbeifahren muss. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, auf jeden Fall komme ich hier ran. In diesem Teil. Ich will jetzt aber auch nicht so extrem aus Gas treten, dass die Reifen durchdrehen, wie Bolle. Weil die brauche ich ja noch ein bisschen. Und vielleicht habe ich ja auch Glück und kann einen Stop vielleicht rausziehen. Nicht weit genug eingelenkt, super Idee. Tja, hat sich was mit Normalfahren? Eine zunehmende Abnutzung am MGUK. Ja, danke. Das fette Gemisch vermeiden, damit wir damit klarkommen. Kann ich aber nicht, weil ich muss ja dranbleiben irgendwie, ne? Ich hoffe ja auch, dass solche Sachen in F1 2019 mehr bestraft werden. Wenn man solche Sachen, solche Ansagen ignoriert, weißt du? Von wegen, fahr kein fettes Gemisch oder sowas. So, Fakt ist, wir konnten uns vom Rest des Feldes absetzen. Die Rennkommissare haben das DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar.
Der vierte Gang war, glaube ich, nicht so eine geile Idee. Ruhig, Brauner. Listerin ist aber oft da vorne, wa? Das bringt dich auf P3. Du hättest jetzt einen Platz auf dem Treppchen. Was? Da war ich schon? Ich weiß nicht, was dein Problem ist, Jeff. Fakt ist, ich muss zusehen, dass ich vorkomme. Verdammt! Oh je, Mini. Stand jetzt wäre er Weltmeister. So, einmal DRS zum Rankommen, bitte. Gut gemacht. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Okay. So, jetzt können wir nochmal kurz wegfahren vor Hamilton. Okay, gib mal einen Plan vielleicht doch auf. Das wäre natürlich schon geil. Wenn es Hamilton auch noch vorbeiziehen würde, das wäre so cool. Müssen wir uns hier echt konzentrieren. Unseren Daten nach sind die Reifen derzeit in Ordnung. Du solltest zumindest für die nächsten Runden noch guten Grip haben. Danke. Müssen wir uns hier ein bisschen konzentrieren, dass er zumindest kein D oder DRS nicht so häufig bekommt. Hätte auch nicht gedacht, dass ich ihn schon so früh überholen kann. Hab er echt gedacht, dass er noch ein bisschen braucht. Oh, Scheiße. Das war's, oder? Ja, zwei Pfeile.
Vielleicht mal mehr aufs Fahren konzentrieren als aufs Reden. Tut mir leid, wenn ich jetzt diese Folge nicht so rede wie normal. Immerhin geht es ja auch um den Titel, ne? Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit super weichen Reifen weiterfahren. Okay, Verstappen noch vor Hamilton. Also ich merke schon, wie der Grip auf der Vorderachse irgendwie abbaut. Kann aber auch am vollgetankten Auto liegen. Ja gut, geht der Plan halt mit dem Spritverbrauch nicht auf, ne? Oh, jetzt ist er dran. Es war hart, aber ich glaube, das war fair verteidigt. Ja, natürlich. Bitte legge. Und ich hoffe auch, dass sie in F1 2019 das Wettermodell überarbeitet haben. Diesen scheiß ewigen Lecks und Ruckeln, wenn das Wetter mal umschwenkt. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Jetzt habe ich sogar ein bisschen Luft nach hinten. Sehr cool. Kann er sich mit Hamilton rumärgern? Der Herr Verstappen. Du musst diese Runde reinkommen. Muss ich das? Will ich aber noch nicht. Also ich behaupte mal, wenn ich mich jetzt noch ein bisschen konzentriere und die Reifen nicht gleich... Oh, da ist er schon wieder.
Das heißt, pass auf, dann fahre ich jetzt rein. Okay. Dann sollen die mir diese Reifen drauf nageln. Dann ist es amtlich. Dann muss ich zwar nochmal rein, aber scheiß die Wand an. Losfahren! Losfahren! Dann, Du hast noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit dieser Strategie. Sollen die Verstappen reinholen? Und ich hoffe, dass ich mit diesem sogenannten Undercut Verstappen jetzt vielleicht doch nochmal kriegen kann. Na gut, wenn die beiden natürlich vor mir sind, wird das nix. Ja gut, dann hat Verstappen jetzt quasi die Führung übernommen. Okay, konzentrier dich. Wir müssen dranbleiben. Ja, zumindest auch vorbeifahren, ne? Weil sonst bringt mir das Ganze nichts. Unser Abstand zum ersten Platz beträgt 20,4 Sekunden. Alter, fährt er mir voll in die Karre? So ein Arschloch, wa? Du ahnst es nicht. Okay, Windschatten ist auch nicht ganz uncool. Ich wollte erst daneben fahren, aber ich habe gedacht, nee, knallst dir. Ich hätte garantiert diese Kurve hier verkackt. Max ist an die Box gefahren. Max ist jetzt an der Box. Oh, fahr doch. Der Abstand zum Hintermann beträgt 2,1 Sekunden. Sehr cool. Scheiße. Das nur wegen den beiden Flachpfeifen da, echt? Guck dir mal, was der für einen Vorsprung hat. Der ist kaputt. Virtuelles Safety Car. Virtuelles Safety Car. Geschwindigkeit sofort verringern und positives Delta halten. Okay. Jetzt brauche ich quasi nur noch durchzufahren. Was ist das denn? Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Wie krass. Virtuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf grüne Flaggen warten. Sehr cool. Aber jetzt habe ich Hamilton vor. Oh. Verstappen ist raus, das glaube ich ja wohl nicht. Max musste das Rennen aufgeben.
Na gut, dann muss ich mich jetzt nur noch gegen Lewis hier verteidigen. Und dann ist der Drops quasi gelutscht. Oder lag das daran, weil er diesmal nichts getauscht hat? Weil ich kann mich noch dran entsinnen, in der letzten Saison hat er auf diesem Kurs getauscht.